Ich werde versuchen, die Highlights der Studie kurz und prägnant für Sie zu fassen und zu präsentieren. Vielleicht ganz kurzes Hintergrund. Die Studie wurde im letzten Jahr durchgeführt, ist aktuell gerade fertig geworden. Von der Methode her, Desktop, bisschen internationale Analyse. Wir haben uns auch die Situation in Deutschland und der Schweiz angesehen. Und der Kern der Studie ist im Wesentlichen eine Befragung bei Berufsschulen und dann eine Ausbilder-Ausbilderinnen-Befragung, die online durchgeführt wurde. Background. Um die Teilnahmen adäquat einschätzen zu können und um auch sozusagen Optionen ableiten zu können, wo Steigerungen möglich wären, muss man sich, glaube ich, grundsätzlich vor Augen führen, dass es, wenn es um die Realisierung von so Auslandspraktika, Auslandsmobilitäten in der Lehre geht, wir doch vor einer sehr komplexen Situation stehen. Wir haben unterschiedlichste Akteure, die zusammenspielen müssen. Das sind die Lehrlinge, das sind die Lehrbetriebe, teilweise auch die Berufsschule, wenn das Auslandspraktikum auch in die Zeit, in die Berufsschulzeit fällt. Also alle zwei oder drei müssen hier zustimmen, müssen interessiert sein, eine Auslandsmobilität, ein Auslandspraktikum zu machen. Ansonsten gibt es es nicht. Also wenn eine Seite nicht mitzieht, gibt es kein Auslandspraktikum. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass wir unterschiedlichste Interessenslagen haben bei den Akteuren. Auch Informationsstände über Auslandspraktikum, auch Erwartungen, auch über Fördermöglichkeiten. Und das Ganze ist vor einem Hintergrund eines logistischen Settings und einer Beratungslandschaft, einer Förderlandschaft. Was ist das Studienziel gewesen zum Bereich von Auslandsmobilität? Und das ist für Österreich schlagend, aber ganz ähnlich auch in Deutschland und der Schweiz gibt es eigentlich sehr wenig bis gar keine Forschung. Das ist ein doch relativ vernachlässigtes Feld. Wir haben ausgeprägtes institutionelles Wissen bei den Akteuren, zum Beispiel bei den unterstützenden, beratenden Institutionen. Etliches an anekdotischer Evidenz, an Berichten von Lehrlingen, von Lehrbetrieben, Ausbildern, wie Auslandsmobilitäten funktioniert haben und was es gebracht hat. Aber im Sinn einer Beforschung gibt es dazu sehr wenig. Daher auch sozusagen als erster Wurf diese Studie. Und sie geht ganz stark in die Richtung, versuchen zu analysieren, was sind eigentlich die Gründe, warum es doch relativ wenig Teilnahmen gibt. Wir reden so in einem Bereich von eines Ausbildungsjahrganges von ungefähr 3% der Lehrlinge, die einmal während ihrer Lehrlingskarriere eine Auslandsmobilität machen. Also wo könnte man ansetzen? Grundsätzlich, nur für Sie als Kurzinfo, die Auslandsmobilität, und das ist im Berufsausbildungsgesetz verankert, muss während der Lehrzeit erfolgen. Maximale Dauer 6 Monate pro Lehrjahr, das ist natürlich sehr hoch, also es gibt einen sehr, sehr breiten Rahmen und eben sie beruht auf der Freiwilligkeit der Zustimmung aller Akteure. Und dieses Setting, dass es während der Ausbildungszeit stattfinden muss, bedingt auch, dass alle Rahmenbedingungen sozusagen weiterlaufen. Es muss das Lehrlingseinkommen weiterbezahlt werden, es gibt die Verantwortlichkeiten des Lehrbetriebes, der Berufsschule, es gibt die sozialversicherungsrechtlichen Absicherungen, also das läuft alles weiter und das bedingt sozusagen dieses Setting. Wir haben dazu sozusagen in Österreich ein Unterstützungssetting, Förderinitiativen und bundesweit agierend den IFA, den Internationalen Fachkräfteaustausch. Das ist ein Verein, der informierend, beratend, unterstützend, mitorganisierend hier bei Auslandspraktika tätig ist. Und wir haben auf regionaler Ebene, oftmals von den Wirtschaftskammern, aber auch von gewissen Vereinen, regionale Initiativen. Zum Beispiel Let's Waltz ist vielleicht bekannt, Niederösterreich, Young Students Go Europe in der Steiermark, Exchange in Vorarlberg, aber die sind stark regional verankert. Also es gibt ein Unterstützungssetting. Und Auslandsmobilitäten werden finanziell gefördert. Zwei Fördertöpfe, einen nationalen über die Lehrlingsförderung und eben Erasmus Plus. Sie sozusagen ergänzen sich in gewisser Weise oder sind aufeinander abgestimmt. Und im Wesentlichen ist es so, während der Zeit des Auslandspraktikums erhält der Lehrbetrieb die Lehrlingsentschädigung ersetzt.
Auch der Kosten für den Sprachkurs, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Auslandsmobilität ist, werden refundiert. Es gibt Zuschüsse zu Aufenthalts- und Reisekosten in Form pauschalen Tagsätzen und der Lehrling erhält eine Prämie von 15 Euro pro Tag, ein sogenanntes Taggeld. Was bedeutet das unter dem Strich sowohl für Lehrbetriebe als auch für Lehrlinge? Das heißt, es sind sehr, sehr viele Finanzierungskomponenten, Investitionskomponenten abgedeckt. Es verbleibt aber noch etwas. Bei den Lehrbetrieben, die bleiben sozusagen, oder ihr Investitionsanteil ist der Produktionsentfall des Lehrlings. Das heißt, wenn der Lehrling im Ausland ist, ist er ja nicht mehr in der eigenen Firma und nicht mehr im Produktionsprozess tätig. Diese Investition sozusagen muss der Lehrbetrieb tätigen. Beim Lehrling ist es so, über sozusagen die Finanzierung der Reiseaufenthaltskosten und des Tagsatzes wird sehr viel abgedeckt. De facto verbleibt ihm zumeist oder ihr zumeist eine Art Selbstbehalt. Also auch der Lehrling sozusagen muss hier eine gewisse Investitionskomponente mittragen. Das bedeutet natürlich, dass die Informationsstände über dieses Fördersetting wichtig sind und natürlich die Nutzenerwartungen, die man hat, wenn man eine Auslandsmobilität durchführen will, sind ganz entscheidend. Jetzt schwenke ich zu den Highlights der Befragungen. Wenn man sich so ansieht und versucht zusammenzufassen, wie der Informationsstand der Ausbilder, Ausbilderinnen über Auslandspraktika ist, können wir sagen, wir haben ungefähr 8%, die aus Selbstauskunft sagen, sie sind darüber sehr gut informiert. Weitere 23%, sie sind informiert. Und doch einen sehr, sehr großen Teil, der sich nicht oder nur wenig informiert,